Heute gucken wir uns einmal an, warum die Yu-Gi-Oh! Community komisch ist. Ich habe ein Video gefunden von CK, wo er das einmal beschreibt. Ich bin mal gespannt, was passiert. Ich warte auf Beleidigungen der äußerlichen Art. Den Rest werden wir jetzt sehen. Okay, Freunde, ich mache wieder regelmäßig Content und dementsprechend war es zu erwarten, dass die Yu-Gi-Oh! Community nicht allzu lange auf sich warten lassen würde, um mich mal wieder mit irgendwelchen dummen Sachen von der Seite anzugreifen. Und hey, mich wundert heutzutage nichts mehr. Die Yu-Gi-Oh! Community ist ein sozial gesehen, nennen wir es mal, sehr interessanter Ort. Und stimmt. Hey, es wird jetzt einige von euch geben, die sagen werden, CK befasst. Viele Yu-Gi-Oh! Spieler sind halt sehr introvertiert und lassen im Internet ganz gern mal eine große Klappe zu, ne? Oder sind sehr meinungsstark, wenn es eine bestimmte Meinung gibt, die halt haben. Lass dich nicht mit der Negativität, wir stehen als Community hinter dir. Ja. Und ganz ehrlich, das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich weiß, dass ein Großteil meiner Community nicht so ist. Und dementsprechend braucht ihr euch auch in dem Fall nicht von diesem Video angesprochen fühlen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das schon seit knapp 4 Jahren jeden Tag immer wieder durchlesen und über mich ergehen lassen muss, dann kann ich auch einfach Content dazu machen. Ich präsentiere euch heute also mal wieder Kommentare, die unlogischer sind als der Yu-Gi-Oh! Anime. Das ist schwierig. Ich würde an deiner Stelle noch mehr Werbung an die Videos heften, die nicht mal inhaltlich interessant sind, damit du noch mehr Zuschauer bekommst. Homo. Okay, spannend. Das Video, auf den dieser Kommentar bezogen war, war das erste Yu-Gi-Oh! Karten, die schlechter geworden sind Video. Okay. Ein Video, welches 17 Minuten lang geht. Und die Frage ist jetzt, wie viel Werbung hat er da drin? Ich vermute, dadurch, dass er das rausgepickt hat, dass wahrscheinlich das Video 3 oder vielleicht 4 Werbungen hat. Und selbst 4 Werbungen in 17 Minuten fände ich vollkommen okay. Ich habe selbst manchmal bei meinen Videos, die halt so 8 Minuten gehen, 2-mal Werbung drin. So alle 4-5 Minuten Werbung ist halt okay. Und 3 Werbeblöcke beinhaltet, was okay. Einfach absoluter YouTube-Standard ist. Das ist wirklich, also das ist sogar wenig. Im Vergleich zu anderen YouTubern noch relativ wenig, um ehrlich zu sein. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wo immer das Problem damit liegt. Ich meine, du kriegst 17 Minuten Content und musst dir umgerechnet dafür dann vielleicht insgesamt 1 Minute Werbung anschauen. Ja. Oh mein Gott, die Welt geht unter. Und hey, ich kann auch gerne aufhören, mit meinen Videos Geld zu verdienen, aber dann möchte ich... Mal abgesehen davon, dass es mittlerweile auch Adblocker gibt, die das halt blockieren oder halt... Wenn ihr YouTube Premium habt, kriegt ihr eh keine Werbung. Ich zum Beispiel... Ich sehe ein CK-Video und habe da gar keine Werbung drin, weil ich halt YouTube Premium habe. Also es gibt halt Wege drumherum. Gerne auch meine Brötchen umsonst bekommen, ja. Und über das, ich hoffe, darüber brauchen wir gar nicht erst reden, okay? Aus irgendeinem Grund haben die Leute Spaß daran, mich als Homo oder Gay oder sonst irgendetwas zu bezeichnen, obwohl ich regelmäßig Videos mit meiner Freundin mache und eigentlich auch schon mehrfach gesagt habe, dass ich nicht gay bin. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, selbst wenn ich es wäre, was das Problem dabei wäre. Was wäre daran dann so schlimm? Aber das zeigt schon mal, mit welchem Kaliber von Menschen. Ist halt dann, wenn ihr halt Homo als Beleidigung nehmen, ist halt generell immer so. Auch das Witzige ist, der Kommentar halt so, oh, so viel Werbung drin. Heißt, er guckt das Video, findet das eigentlich gut, aber die Werbung nervt ihn. Dann schreibt er wegen der Werbung da rein und nennt ihn dann Homo. Ich verstehe halt einfach nicht, wie Leute den Content konsumieren können, was ja per se erstmal gut ist, und dann sich darüber beschweren können, weil solche Sachen passieren, vollkommen okay, und dann eine Beleidigung hinzufügen. Ich verstehe den Gedankengang dahinter nicht, denn wenn du sagen würdest, ja, die Werbung stört mich schon ein bisschen, wenn da alle paar Minuten Werbung drin ist, das als Kommentar zu geben, wäre deutlich hilfreicher, als den Creator, den du dir angucken möchtest, nur ohne Werbung, dann zu beleidigen. Weil das ist nicht hilfreich. Und gerade so eine Beleidigung ist halt komplett dämlich. Wie wir es hier zu tun haben. Könnte daran liegen, dass ich betrunken bin, aber hast du seit neuestem ein Nasenpiercing? Also die Frage ist erstmal noch... Das Witzige ist, das ist mir auch lange nicht aufgefallen, weil ich gucke bei CK auch nicht so oft rein. Ab und zu mal, aber nicht oft. Und dann habe ich das gesehen. Ich finde es ein bisschen weird, aber ich persönlich bin nie ein Fan von Nasenpiercings gewesen. Er kann es auf jeden Fall tragen. Ne, warum nicht? Okay, und ja, habe ich, bitteschön, auch wenn es ehrlich gesagt nicht mal mehr neu ist. Sieht nur leider aus, als hätte man ihm beim Arzt die Nase genäht. Also ich muss sagen, das ist sogar echt lustig. Ja, das ist schon funny. Also, es ist natürlich uncool, mich wegen meines Aussehens zu fronten, aber ich muss sagen, ich bewundere eure Kreativität. Ja, generell, also erstmal waren es immer meine Haare, dann waren es meine Klamotten, dann war es meine Cap, dann waren es meine Ohrringe, dann waren es meine ab und zu mal schwarz lackierten Fingernägel und jetzt ist mein Nasenpiercing. Also mein Aussehen scheint euch ziemlich stark zu irritieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mein Aussehen überhaupt zur Sache tut und ehrlich gesagt bin ich nicht mit wirklich. Meinem Aussehen relativ zufrieden, aber... Hoffe ich doch. Gern geschehen. Okay, der nächste Kommentar ist bezogen auf mein Video zu den unlogischsten Normal-Monster-Texten in Yu-Gi-Oh! Da habe ich irgendwie gesagt, dass der wütende Meereskönig aufgrund seiner geringen ATK und Def ja eigentlich kein guter König sei. Es war absolut nicht ernst gemeint. Es ist ein Joke-Video, in dem ich ein bisschen Späße über Yu-Gi-Oh! Also irgendein random Kommentar, den er abgegeben hat, weil es funny sein sollte und sagt, oh ja, der König kann doch nicht stark sein, weil der hat nur 18 Angstpunkte.
Und jetzt kommt irgendwer dazu und macht einen Kommentar und sagt wahrscheinlich, dass das falsch ist. Gucken wir mal. Karten gemacht habe. Oh mein Gott. Der König ist selten der Stärkste. Hast du schon einmal Game of Thrones geschaut? Ein König ist meist alt und herrscht über Stärkere, was völlig normal ist. In den Geschichten, in denen Könige vorkamen, hatten sie auch Ritter. In der Regel sind Ritter stärker als ein König. In welcher Welt ist das jetzt ein Problem? Okay, also erstmal, natürlich stimmt es, dass ein König nicht... Okay. Das Witzige finde ich, bei diesem Kommentar, du nimmst als Referenz eine andere fiktive Welt. Es macht doch gar keinen... Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, der Kommentar macht grundsätzlich keinen Sinn. Aber du nimmst eine fiktive Welt und sagst, okay, das kann ja gar kein König sein, weil die sind hier immer alt und so. Wenn wir uns einmal jetzt Narnia angucken, der König von Narnia ist ein fucking Löwe. Und der ist definitiv der Stärkste in der ganzen Welt. Das macht doch gar keinen Sinn, wenn du das mit einer fiktiven Sache vergleichst. Wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt irgendwas aus der Geschichte und sagst, ja, der König war nie der Stärkste, sondern der wurde ja quasi immer durch die Blutlinie, wurde halt immer runtergereicht. Das macht sogar Sinn. Das macht aber für den Kommentar keinen Sinn. Immer der physisch stärkste Krieger sein muss. Ja. Aber es handelt sich hier um die Welt der Duellenmonster. Eine Welt, die literally danach benannt ist, dass Monster sich gegenseitig bekämpfen. Eine Welt, ja, in der damaligen Zeit nicht mal wirklich Effekte relevant gewesen sind, sondern wo es eigentlich ausschließlich um die Angriffs- und Verteidigungspunkte ging. Und das Ganze basiert ja sogar im Anime auf den antiken Kämpfen zwischen Pharaonen, die aus ihren Steintafeln die legendären Monster beschworen haben, um das stärkste Monster zu haben und ihren Gegner damit zu besiegen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es in der Welt doch schon so ein bisschen relevant ist, wie stark man es als König bezeichnen möchte. Aber hey, selbst wenn dem nicht so sein sollte, selbst wenn ich da absoluten Quatsch geredet habe, dann gebe ich dir den Punkt und ich hoffe, du kannst in deinem Leben etwas damit anfangen. Aber der Kommentar war ja noch nicht mal zu Ende. Mann, es wird Zeit, dass die Leute merken, wenn Content-Creator Unsinn erzählen. Ich sag mal, diese Content-Creator, die aber auch immer Unsinn erzählen, endlich sagt's mal einer. Junge, es geht um eine Yu-Gi-Oh!-Karte. Es ist null ernst gemeint. Ich habe einfach nur irgendeinen Scheiß über eine Yu-Gi-Oh!-Karte erzählt. Was mich daran immer... Also, woran ich daran überdenken muss, ist, wenn ich sowas lese, ist, ne, was für Lügen hat der schon bei anderen Sachen aufgedeckt, wo er sagt, das ist falsch. Und es ist ja nicht mal falsch, was er gesagt hat. Es ist ja nicht mehr falsch. Je nachdem, was für einen Kontext du nimmst. Und der Kontext von ihm ist ja, Yu-Gi-Oh, stärkste Monster, König. Warum König so schwach? Oh mein Gott. Das pures Kino. Die absolut nicht irgendwie gesellschaftsrelevant oder sonst irgendetwas ist. Wie kann man denn so darauf ausrasten? Einfach das ist schon funny. Fake News. Junge, Fake so News. Ein Video, in dem es einfach nur um Yu-Gi-Oh! Karten ging, wo ich einfach nur aus Spaß ein bisschen was erzählt habe, was einfach nur zur Unterhaltung dienen sollte. Das muss man erstmal schaffen, so ernst zu nehmen. Es ist okay, wenn du es nicht unterhaltsam fandest, aber wie kann man es denn so ernst nehmen und dann auch noch die Motivation haben, einen solchen Kommentar zu schreiben, um mir dann zu zeigen, ey, hör auf, Fake News zu verbreiten. Du Content-Creator. Wie ernst kann man das bitte nehmen? Das ist Yu-Gi-Oh! Funny. Bruder. Ich habe nicht deinen Erstgeborenen umgebracht, okay? Ich spiele Yu-Gi-Oh! Seit ich denken kann. Yu-Gi-Oh! Ist literally mein Job und nicht mal ich nehme den Scheiß so ernst. Wie kann man denn einfach so übertreiben? Aber es geht sogar noch weiter. Jetzt ach, und los. Nur am Rande. Da ist etwas Schwarzes mir Unerklärliches an deiner Nase. Hat dir bis jetzt niemand gesagt. Gern geschehen. Tamam, Jürgen Peter Abi. Vielleicht gehst du nochmal zurück auf Facebook. Vielleicht findet das ja da irgendwer witzig. Nicht, dass mich das kränken würde. Ich finde es einfach hochgradig interessant, wie obsessed die Menschheit damit ist, sich mit meinem Aussehen zu befassen und zu dem Ergebnis zu kommen, mich unbedingt dafür diffamieren zu müssen oder mir sagen zu müssen, dass ich gay sei. Was auch immer daran schlimm wäre, wenn es so sein sollte. Oh nein, du bist nicht der Erste, der mir gesagt hat, dass ich ein Nasenpiercing habe. Ich bekomme dafür tatsächlich relativ viele Komplimente. Weißt du von wem? Von Frauen. Etwas, was dir wahrscheinlich in deinem Leben noch nie passiert ist. Ich frage mich, wieso? Jetzt mal im Ernst. Komisch, wenn, dann werde ich für mein Aussehen immer nur von Männern angefeindet. Wenn, dann sind das immer irgendwelche Peters und Gabriels und Hassans und keine Ahnung wer. Was interessiert euch eigentlich, wie ich aussehe? Warum werft ihr mir vor, gay zu sein? Und meint es dann auch noch als Beleidigung? Ihr seid doch diejenigen, die auf das Aussehen eines anderen Mannes achten. Ganz ehrlich, mich interessiert als heterosexueller Mann das, was eventuell Frauen über mein Aussehen sagen. Und von Frauen bekomme ich dafür komischerweise immer Komplimente. Also was ist euer Problem? Mich interessiert es doch auch nicht, wie andere Männer aussehen. Vielleicht sollte... Ich finde es halt geil, nicht, dass sich das triggert, was Leute dem Aussehen sagen, aber wie ihn das triggert, dass Leute ihn beleidigen und das als Beleidigung sehen und ihn quasi immer was zu fronten haben über sein Aussehen.
obwohl es eigentlich gar nichts zur Sache tut. Er macht Content zu Yu-Gi-Oh! Da ist halt die Optik semi-relevant. Das ist halt todesfunny. Was ich aber dann auch wieder witzig finde, ist, die gucken sich ja die Videos trotzdem an. Und ich verstehe das nicht. Solltet ihr immer hinterfragen, von welchem Ufer ihr seid. Nicht, dass es schlimm wäre, aber ich will es nur mal in den Raum werfen. Denn eine andere Erklärung dafür, sich so intensiv mit dem Aussehen eines anderen Mannes zu befassen, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Freunde, ich meine es wirklich ernst, wenn ich sage, dass mich sowas persönlich nicht kränkt. Was irgendwelche Leute im Internet sagen, die nicht mal Profilbilder haben, die sich in Real Life niemals trauen würden, sowas zu mir zu sagen, das ist mir vollkommen egal. Was mich stört, ist das in der Yu-Gi-Oh! Community. Was hier sowieso eine Community ist, die schon eher nerdig und ne, so Gaming angehaucht ist, wo es eine Menge Leute gibt, die nicht dem gesellschaftlichen Standard entsprechen, dass es da zu solchen Sachen kommt. Weil ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die meine Videos schauen, auf die das ebenfalls zutrifft und die sich eventuell davon gekränkt fühlen und ich will diesen Space gar nicht erst bieten. Deshalb, Das ist tatsächlich ein Punkt, wenn andere Leute das halt lesen, die sich dann vielleicht selber sagen, ja, ich habe Nasenpiercing, oh, das finden Leute furchtbar. Ja, okay, der Engel ist schon ganz gut, ne? Aber Wertbeleidigungen und sowas sind generell immer eine schlechte Lösung für alles. Mein Beleidigen ist generell nie sinnvoll, es sei denn, ihr möchtet die Menschen verletzen und das als Kommentar zu verfassen. Ich persönlich, wenn mich jemand beleidigt, in den Kommentaren nicht löscht das einfach. Weil ich finde es einfach stumpf, stupide und das kommt einfach weg. Weil es bringt keinen Mehrwert, weder dem, der das liest, noch mir, noch dem Menschen, der es geschrieben hat. Und die werden auch direkt blockiert. Wenn ihr selbst einen Gefallen tun möchtet und mein schlimmes Aussehen nicht länger ertragen könnt, dann verpisst euch einfach. Niemand zwingt euch dazu, meine Videos zu schauen. Das ist sowieso nochmal eine ganz andere Form von Obsession, weil komischerweise sind es immer genau diese Leute, die dann unter jedem deiner Videos irgend so einen Kommentar da lassen. Da frage ich mich auch, Bruder, wenn du so sehr etwas gegen mich hast, warum bist du dann mein größter Fan? Wartet ab, als nächstes bin ich wieder pädophil, weil ich mir die Nägel schwarz lackiere. Wie willst du eigentlich einen Anime spielen? Denn das Kartenspiel an sich heißt Duel Monster. Aber ein Pro weiß ja alles, bis auf den Namen des Spiels an sich. Okay, Freunde, bei dem Bruder weiß ich jetzt nicht, ob der trollen möchte oder ob sein IQ tatsächlich... Der Spieler ist übrigens Yu-Gi-Oh!, falls ihr es nicht wisst. Ich glaube aber, die OCG-Variante heißt wirklich Duel Monsters. Könnte sogar wirklich sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ihr könnt es mir in den Kommentaren schreiben, ob ich da falsch liege. Aber ich meine, dass sogar im OCG selbst das Spiel Duel Monsters heißt. Also Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Ich glaube, das heißt sogar so. Ich den ATK eines Sui zugleich. Ich habe nie behauptet, ein Pro zu sein. Ich bin einfach nur ein YouTuber, der über Yu-Gi-Oh! Karten redet. Und das alleine reicht scheinbar, um Leute zu triggern. Und wenn du tatsächlich der Ansicht bist, dass das Kartenspiel auch außerhalb des Anime Duel Monsters heißt und nicht als Yu-Gi-Oh! Vermarktet wird, dann sehen wir uns ja nicht auf der nächsten YCS, sondern auf der nächsten DMCS. Ich freue mich, dich zu sehen. Verstehe auch nicht, wieso mitten im Satz zufällig englische Wörter oder Namen genutzt werden. Ist das jetzt irgendwie cool oder so? Klar, es gibt viele Anglizismen, aber das sind ja im Kern Namen. Naja, sehr komisch und macht irgendwie sonst... Okay. Anglizismen in Yu-Gi-Oh! Und generell Content. Erstmal sind englische Worte in der deutschen Sprache mittlerweile sehr gebräuchlich und werden oft benutzt. Und gerade im Kartenspiel wie Yu-Gi-Oh!, wo viele Sachen auch Englisch sind, wo viele Sachen auch auf Englisch vermarktet werden und viele Content-Creator auch Englisch sind, die logischerweise viel Englisch gesprochen und sagen Special Summon, Normal Summon, sowas alles, das ist ja halt alles Englisch. Was ich bei dem Kommentar super witzig finde, und das ist halt das Witzige, ist das jetzt irgendwie cool oder so? Das hier. Das ist auch ein Anglizismus, das ist ein englisches Wort, was du gerade in deinen Satz eingebaut hast, um dann zu fragen, ob das irgendwie cool ist, jetzt Anglizismen zu benutzen. Junge! Auch keine Worte. Herzlichen Glückwunsch, Bruder, du hast es als erster Mensch in der Geschichte von YouTube geschafft, nicht nur den dümmsten Kommentar des Tages zu schreiben, sondern dich auch noch in Minutenschnelle selber nochmal zu überbieten. Boah, stimmt, diese Anglizismen, wo kommen die eigentlich her? Das ist schon wieder dieser woke, pädophile, Fake News verbreitende Content Creator mit seinem Nasenpiercing. Er baut einfach alles zusammen. Ich muss ganz offen und ehrlich gestehen, dass ich nun seit knapp 13 Jahren Yu-Gi-Oh! Mehr oder weniger regelmäßig auf Turnieren spiele und es fällt mir jetzt wie die Schuppen von den Augen. Ich habe tatsächlich noch niemals irgendwen Anglizismen à la Special Summon, Negate oder Draw auf solchen Turnieren sagen. Noch nie. Und ich möchte mich hiermit dementsprechend allerherzlichst bei der Yu-Gi-Oh! Community entschuldigen und werde demnächst einen Dolmetscher mitbringen, wenn ich dann gegen einen internationalen Gegner spielen werde. Dankeschön. Und hey, über Yu-Gi-Oh! Kartenzensur wollen wir gar nicht erst anfangen zu reden, denn wenn ich mir jetzt wieder erdreiste, mir rauszunehmen, auch nur ansatzweise zu erwähnen, dass ich es nachvollziehen kann, dass in einem Kinderkartenspiel, welches für Sechsjährige zugänglich ist, über sexualisierte Artworks des Todes außerhalb... Also er hat gesagt, dass er verstehen kann, warum aus dem Bild hier das hier gemacht wurde für den offiziellen Release von Yu-Gi-Oh! Im TCG. Und dass das zensiert wurde. Kann ich auch nachvollziehen, ne? Weil klar, erstmal
By the way, die Augen sehen ein bisschen komisch aus. Aber das ist natürlich sehr sexualisiert. Man muss sagen, dass es in Japan etwas freiere Policies gibt. Wahrscheinlich wäre das, wenn man das nicht durch Amerika würde, bei uns auch so rausgekommen. Ich muss aber fairerweise sagen, ich finde halt diese Melonenbrüste auch jetzt nicht wirklich attraktiv oder so. Ich kann das verstehen, wenn man das ändern möchte. Wobei ich mich bei der Harpy immer noch ein bisschen darüber stört, wie sie es zensiert haben. Denn man hätte das ja wirklich auch, sag mal, kreativer lösen können. Die haben die Brüste kleiner gemacht und haben ja so einen Latexanzug gegeben. Kann man machen, hätte man aber auch kreativer lösen können. Es gibt so eine Karte, die hat so ein Bild, das ist komplett so nackig oder so, ne? Und die haben der so einen Anzug gemacht mit so komischen Rundungen und sowas alles. Das finde ich eine ganz coole Zensur, weil das halt ein bisschen kreativer ist, als die einfach nur irgendwie anzumalen. Einfach nochmal so für euch. Japans zensiert werden, dann, dann wird mir aber das Nasenpiercing aus der Nase gerissen, meine Freunde. Aber hey, das ist die liberale Yu-Gi-Oh! Community. Ich meine, Free Boobies. Das hier ist doch genau das gleiche wie die. Das meine ich zum Beispiel. Das ist halt so wieder dieses Lazy. Ich muss fairerweise sagen, ich persönlich mag das Artwork sogar lieber als das hier. Aber es hätte wahrscheinlich gereicht, hätten sie das hier kleiner gemacht und einfach dann hier mit Rot durchstrichen und den Rest so gelassen. Hätte wahrscheinlich sogar gereicht. Aber ich kann verstehen, wenn man sowas macht. Brüste einer stillenden Mutter. Das ist ja gesellschaftlich auch gar nicht irgendwie unterschiedlich. Das kommt ja genau aufs Gleiche hinaus. Ich meine, das ist Artwork auch. Ist auch zu 0% sexualisiert. Dieselbe Intention. Und zu 0% dem männlichen Ideal. Das ist halt so, das sind einfach so zwei Augen, die dich angucken. Sieht aus wie zwei so Katzenaugen, die so ein bisschen angry gucken. Also da finde ich das DCG Artwork tatsächlich sogar besser, weil das von den Proportionen auch mehr Sinn ergibt. Einer Frau entsprechend und absolut unrealistisch. Und ich frage mich, wie man sich da als Fake News verbreitender Content Creator erdreisten kann, auch nur im Kern zu erwähnen, dass man es nachvollziehen kann, dass hier eine Zensur stattgefunden hat. Das musst du mal jemandem erzählen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die Leute, die mich an einer Tour beleidigen, runtermachen, canceln wollen, dafür, dass ich ein Nasenpiercing trage, werden auf einmal zu den politisch korrekten Freiheitskämpfern, die Brüste ja als überhaupt nicht sexualisiert und vollkommen normal in unserer Gesellschaft verstehen, einfach nur, weil es ja zur künstlerischen Freiheit gehört, dass sowas dann natürlich auch außerhalb Japans released wird und das hat auch absolut gar keinen Hintergedanken. Ganz ehrlich, verarscht Leute auf Facebook oder auf Telegram mit so einem Kram, aber lasst mich damit in Ruhe. Ganz ehrlich, wenn ihr in eurer Freizeit zu irgendwelchen übersexualisierten Anime-Sexpuppen masturbieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun, auch wenn sich das jetzt vielleicht ironisch von mir anhat, aber ich meine das wirklich ernst. Das ist vollkommen okay. Es gibt nur einen Unterschied zwischen Erwachsenen-Content und Content, der für Kinder gemacht ist. Ja. Das ist auch der Grund, warum es FSK-Freigaben für 6-Jährige, 12-Jährige, 16- und 18-Jährige gibt. Das ist der Grund, warum nicht jeder Film gleich für 6-Jährige gemacht ist. Und das ist der Grund, warum auch nicht jedes Kartenartwork automatisch in einem Spiel für 6-Jährige vorhanden sein sollte. Macht Sinn. Und deshalb ist das der Grund, warum ich das nachvollziehen kann. Das ist alles, was ich jemals gesagt habe. Ich habe nie versucht, euch eure Brüste wegzunehmen. Junge, und da wundern sich Yu-Gi-Oh!-Spieler dann, wenn sie von der Gesellschaft als weird wahrgenommen werden. Ja, warum wohl? Leute für ihr Aussehen, ihre sexuelle Orientierung, ihre Herkunft oder sonst irgendetwas runterzumachen, das ist vollkommen okay. Aber wehe, man nimmt uns die Boobies weg. Dann gehen wir aber auf die Barrikaden. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, meine Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, trotz der Tatsache, dass ich ein Fake News verbreitender Piercing tragender, nicht F-Körbchen besitzender Content Creator bin. Und falls denn so ist, aktiviert jetzt gerne eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ein starkes Video, aber das lebt natürlich auch extrem von den Kommentaren, die da geschrieben wurden, denn die sind halt ultra lost gewesen. Ja, lasst mir mal ein Like dafür das Video, wenn ihr mehr Reactions sehen wollt. Ich persönlich fand das Video todesfunny. Ich habe mir auch die Videos angeguckt mit den schlechtesten Karten oder so, die Karten schlecht geworden sind von CK. Die waren auch ganz cool, also schaut auf jeden Fall mal bei CK vorbei und lasst ihm mal ein Like und ein Abo da. Ich meine, er ist eh viel größer als ich, aber lasst trotzdem mal ein bisschen Liebe da. Bis dahin, ciao, ciao.